Heute gibt es mal wieder einen Vlog zum Kanalgeburtstag von Isabella Lunarotic. Kaum zu glauben, aber mein Kanal ist schon 3 Jahre. Und wie jedes Jahr mache ich mal wieder einen kleinen Vlog dazu. Denn am 10.11.2012 habe ich mein erstes Video, also mein erstes richtiges Video, hochgeladen. Es kam zwar erst einen Tag später online, weil mein Internet zu langsam war. Aber egal, 10.11. war auf jeden Fall der Tag, an dem ich es gemacht habe. Und das zählt. Und deswegen ist der 10.11. auch der Geburtstag des Kanals. Große Rede, kleiner Sinn. Ich wollte nur sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von YouTube. Und zwar, ich hatte ja angefangen, weil ich Leute kennenlernen wollte, die die gleichen Hobbys haben wie ich, weil ich die YouTuber, die ich kenne, also die ich mag, kennenlernen möchte und ja, einfach Spaß haben. Das Problem an der Sache ist nur, dass YouTube eigentlich jetzt nur noch eine Werbe- und Hater-Plattform geworden ist. Und selbst ich merke das immer wieder, auch wenn ich irgendwo anders kommentiere, wie ich als dumme Schlampe, als Hexe, als hässliches Emo, Fratzen, Biest oder sonst was beschimpft werde. Teilweise wurde ich sogar angemeckert, weil ich bei anderen kommentiere habe, von wegen, kannst du nicht mal aufhören zu kommentieren, ich sehe dich überall, das nervt voll. Da ich selber Videos drehe und kommentiere ich halt auch fast jedes Video, das ich anschaue. Deswegen, ja. Wie können Leute eigentlich so unhöflich sein und jeden anmotzen, jeden beleidigen, sich wegen jedem Scheiß aufregen? Ich verstehe es nicht. Das ist, ich meine, Hater ist ja nichts Neues mehr, aber es geht einfach nur noch auf den Keks. Und wenn man dann halt denkt, oh, ich habe einen Kommentar und dann liest man nur so eine Scheiße, das verdirbt einem echt die Lust. Wie ihr ja wisst, ich hänge auch ziemlich mit Videos hinterher, was eigentlich mit Stress zu tun hatte, weil wenn ich halt vordrehe, aber da nicht zum Schneiden komme, ist es natürlich sehr viel später online, als es gedreht wurde und dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, ich schaffe es bis Ende dieses Jahres noch auszugleichen. Also laut meinem Plan funktioniert es und ich habe jetzt auch Zeit. Und ja, also theoretisch habe ich bis Ende des Jahres schon Videos und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe jetzt auch endlich mal einen Angriff genommen, meine Make-up-Sammlung zu reduzieren, also auszumisten. Was ich seit Jahren ankündige, ihr wisst es. Aber jetzt, es funktioniert jetzt, es fängt an. Und ich habe, es hat Klick gemacht, ich kaufe nicht mehr so viel. Wie gesagt, die meisten Sachen, die ihr seht, ist eh schon älter. Oder von letztem Jahr, weil ich da einfach viel zu viel gekauft habe. So die ersten 2 Jahre von YouTube oder das Jahr, bevor ich angefangen habe. Und dann die ersten 1,5 bis 2 Jahre während YouTube habe ich so viel Scheißdreck gekauft. Und jetzt kriege ich langsam den Strafzettel dafür, weil manche Sachen sind halt schon schlecht geworden und es macht mich traurig und ich habe kein Geld mehr und ja, Kaufsucht und YouTube und Anfixerei und ja, ich finde es jetzt irgendwie alles nicht mehr so toll, deswegen ja, ist es ein bitterer Beigeschmack inzwischen bei YouTube, aber ich werde glaube ich noch nicht aufhören, also eigentlich habe ich mir vorgenommen weiterzumachen und es durchzuhalten, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt bei mir und vielleicht verbreitet ihr meine Videos, damit die Community wächst, damit wir uns unterhalten können. Ich kann nicht mehr reden. So viel zum Thema unterhalten, ja? Ja, nee. Also, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe inzwischen auch die Werbung wieder ausgemacht, weil es mir einfach auf den Keks ging, wenn ich mein eigenes Video angeklickt habe und überall kommt Werbung. Und wenn ich bedenke, dass ich unter 50.000 Abonnenten, dass sich da die Werbung sowieso nicht lohnt, kann ich das eigentlich voll vergessen. Also ich werde sie dann wahrscheinlich wieder anmachen, falls es jemals so weit kommt, aber ich glaube es ja fast nicht. Und solange bleibt es einfach mein Hobby und gut ist. Ihr wisst ja, dass mit dem Geld ist eh so ein Ding eher, um die Investitionen, die ich für mein Hobby gemacht habe, wieder reinzuholen, um vielleicht auch meine Fehler ein bisschen auszugleichen, was die ganze Kosmetik angeht. Denn es war auch nicht gerade billig und ich habe nichts geschenkt bekommen bis jetzt. Keine Sponsoren, keine Produktplatzierung, keine Ritzi-Exemplare. Ich habe alles selber gekauft. Aber das Einzige, was mich wirklich, wirklich freut, ist, dass mich jetzt ab und zu wirklich mal Leute erkennen und mit mir reden. Ich habe auch mit ein paar Zuschauerinnen mich jetzt angefreundet und das ist richtig schön. Und auch ein paar YouTuber habe ich jetzt endlich mal kennengelernt. Das war das Beste. Also ich habe ja 2012, war ich ja beim YouTuber-Treffen in Stuttgart, wo ich Kind of Rosie, Snookyful, Pretty Faces XO, ich vergesse immer ihren Kanalnamen. Pattglitter? Genau. Pattglitter, was? Das ist so ein einfacher Name und ich komme irgendwie nie drauf. Dann war noch da Pretty by Kitty und diese Snowflake.
kannte ich aber vorher nicht. Ich kannte Snooki auch nicht, also Snooki Full. Und ja, dann habe ich jetzt beim Booktuber-Treffen, vorher habe ich noch die Isabel kennengelernt, von früher Icy Blue Eyes. Jetzt heißt sie einfach nur Isabel, glaube ich. Das ist der neue Kanalname, also der ist erst ein paar Tagen aktiv und da weiß ich noch nicht so genau. Ich habe die Jen Chaoschen kennengelernt, die richtig, richtig, richtig toll ist. Und ich war jetzt bei der Buchmesse das erste Mal. Da waren natürlich dann auch Nini Schoki Books, Melody of Books, Agathe Knoblauch, F. Lolle, Sarah Bow, Christelle Saurini war da, Laura Lacou, die ich aber noch nicht so wirklich kannte. Genauso die Peach Galore, die kannte ich auch irgendwie nur von Instagram, weil ich hatte sie irgendwie schon lange nicht mehr abonniert. Frag mich nicht warum. Ich glaube, es waren mit so viele normale Beauty-Videos. Gott, wir waren noch alles da. Ja, Biene war da, nicht zu vergessen, wohl bemerkt. Ne? Wobei ich die Biene auch gerne so mal treffen würde, aber die ist so weit weg. Das ist voll traurig. Ja, wen habe ich noch kennengelernt? Ich habe den Vincent Nature mal kurz gesehen. Also auf der Durchreise war so Hallo und Tschüss, was aber auch ganz cool war. Meine Freundinnen haben jetzt langsam auch angefangen mit YouTube, was ich auch richtig cool finde. Also die Flo hat zum Beispiel angefangen, die hat jetzt einen Kanal, wo es um günstige Cosplays geht und ums Kochen, vor allem so Backen und nerdige Rezepte, also so Krümelmonster-Muffins oder sowas. Die Rika hatte mal einen Let's Play-Kanal, den hat sie aber, glaube ich, wieder gelöscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich wusste auch nie, wie ihr Kanal heißt, ehrlich gesagt. Und durch die Arbeit habe ich auch noch Kai kennengelernt. Der Kai hat mit seinem Cousin was, glaube ich, zwei Kanäle, wo er Animes als Musikvideos macht, also mit anderer Musik hinterlegt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall hat er da hunderttausende Klicks, wo ich mir dann immer nur denke, so, mich will keiner gucken. Aber ist ja klar, weil Musik kann man weltweit hören und Anime-Fans gibt es auch weltweit. Und das sind definitiv mehr als deutsche Mädels, die Beauty-Videos von gepiersten, bunthaarigen Menschen gucken. Da ist die Reichweite halt nicht so groß. So könnte man das eigentlich ganz nett ausdrücken. Deswegen, ja. Ich bin aber auf jeden Fall glücklich, dass ihr so viele geworden seid. Ich verstehe nur eine Sache nicht. Und zwar denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Mädel finde, das vielleicht durch die Überbelichtung, durch die falschen Wimpern, durch die 1000 Push-Up-BHs, durch die Extensions bis zum Boden und was weiß ich, hübsch aussieht, die aber eigentlich ein komplett anderes Gesicht hat, als man da sieht und die eigentlich nur Stuss von sich gibt und dann gucke ich mir die Abonnentenzahl an und denke so, warum hast du mit 5 Videos schon doppelt so viele Abonnenten wie ich? Wieso? Warum? Zählt Aussehen so viel, also so viel mehr als das, was man redet, als die Person, die man ist. Und das demotiviert mich dann doch etwas. Ich denke dann immer, ich bin nicht süß genug. Weil das sind dann immer die so, oh, hallo, ich liebe euch alle und Herzchen und bla 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 bla. Versteht ihr, was ich meine? Und das mache ich halt nicht. Ich bin halt ich. Und irgendwie kommt das nicht so gut an. Oder zumindest habe ich so das Gefühl oder... Ach, ich weiß auch nicht. Es ist auf jeden Fall zum Kotzen und das demotiviert mich jedes Mal und dann bin ich immer traurig, dass keiner schreibt und das ist alles nicht so cool. Aber die positiven Sachen, wie Leute kennenlernen, vor allem Freunde kennenlernen, weil die Leute, die man halt durch Videos kennt und dann denen begegnet, das ist, als würde man sich schon jahrelang kennen. Im Grunde tut man das ja auch, wenn man gegenseitig die Videos guckt. Und das ist halt einfach total schön. Und ich habe es halt vor allem bei Isabel und Jen gemerkt. Ich bin ihnen begegnet und wir haben 9 Stunden durchgeredet, bei Jen sogar gleichzeitig teilweise. Sie hat eine Story erzählt, ich habe eine Story erzählt, gleichzeitig und wir haben es irgendwie trotzdem geschafft, noch währenddessen zu antworten und es war total lustig. Also wir können reden tagelang, das ist kein Problem. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr das eigentlich so findet, wie sich YouTube im Laufe der Zeit verändert hat, wie ihr das Thema super niedlich, aber strohdoof hat 1 Million Abonnenten etc. findet. Das, wie gesagt, macht mich etwas traurig. Habe ich aber zum Beispiel auch bei Keulchen 14 gesehen. Keulchen ist so süß und so ein tolles Mädel und macht so schöne Videos und so schöne Amus. Und irgendwie hat sie einfach nur einen Bruchteil der Abonnenten, den zum Beispiel Bibi hat oder Dagi. Und dabei finde ich Bibi und Dagi von der Qualität ihrer Videos deutlich schlechter, viel unsympathischer, viel nerviger. Aber
Sie haben über 1 Million. Warum? Warum? Ja, das ist irgendwie sehr traurig. Also alle, die ich jetzt erwähnt habe, werde ich wahrscheinlich auch unten verlinken, damit ihr sie findet, falls ihr sie noch nicht kennt. Denn darum geht es ja eigentlich, dass man Unterhaltung hat, dass man neue Leute kennenlernt. Und so soll es auch bleiben. Deswegen setze ich mich dafür ein. Und ich möchte auch an euch nochmal appellieren, wenn ihr YouTuber habt, die zum Beispiel jetzt wirklich unbekannter sind, aber die ihr toll findet, dann unterstützt sie bitte, indem ihr liked, indem ihr kommentiert, indem ihr die Videos teilt. Weil sonst kommen die niemals hoch, weil die Empfehlungen sind halt wirklich immer nur die, ich habe schon 1 Million Abonnenten und deswegen werde ich überall angezeigt, YouTuber. Und das ist dann halt ein bisschen schade, weil die, wo sich dann so Mühe geben und eigentlich auch total sympathisch sind, die werden einfach nie bemerkt. Und ja. Tut was dafür, dass YouTube wieder ein bisschen sympathischer wird. Teilt schön und kommentiert. Seid lieb zueinander. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch ein wunderschönes Jahr mit euch. Mal sehen, was es dann 2016 zu sagen gibt. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat, Jahresende. Und bis bald. Ciao.